Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen über die Äther finden, heute Abend an der Front mit der Heimat an dieser Kundgebung teilnehmen und meine Zuhörer sind. Ich möchte zu Ihnen allen aus tiefstem Herzen zum tiefsten Herzen sprechen. Ich glaube, das gesamte deutsche Volk ist mit heißer Leidenschaft bei der Sache, die ich Ihnen heute Abend vorzutragen habe. Ich will deshalb meine Ausführungen auch mit dem ganzen heiligen Ernst und dem offenen Freimut, die die Stunde uns erfordert, ausstatten. Da dem Nationalsozialismus erzogene, geschulte und disziplinierte deutsche Volk kann die volle Wahrheit ertragen. Es weiß, wie schwierig es um die Lage des Reiches bestellt ist. Und seine Führung kann es deshalb auch auffordern, auf der Bedrängtheit der Situation die nötigen harten, wenn nötig auch härtesten Folgerungen zu ziehen. Die Bedrohung der Fette gegen unseren ehrwürdigen Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht gebrochen, die alle menschlichen und geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Die deutsche Wehrmacht bildet dagegen mit ihren Verbündeten den einzigen überhaupt in Frage kommenden Schutzwall. Der Führer hat schon in seiner Proklamation zum 30. Januar mit ernsten und eindringlichen Worten die Frage aufgeworfen, was aus Deutschland und aus Europa geworden wäre, wenn am 30. Januar 1933 statt der nationalsozialistischen Bewegung ein bürgerliches oder ein demokratisches Regime die Macht übernommen hätte. Welche Gefahren wären dann schneller, als wir es damals selbst ahnen konnten, über das Reich hereingebrochen? Und welche Abwehrkräfte hätten uns dann noch zur Verfügung gestanden, um ihnen zu begegnen? 10 Jahre Nationalsozialismus haben genügt, das deutsche Volk über den Ernst der schicksalhaften Problematik, die aus dem östlichen Bolschewismus entspringt, vollkommen aufzuklären. Man wird jetzt auch verstehen, warum wir unsere Nürnberger Parteitage so oft unter das Signum des Kampfes gegen den Bolschewismus gestellt haben. Wir wollten damals unsere warnende Stimme erheben vor dem deutschen Volk und vor der Weltöffentlichkeit, um die von einer Willens- und Geisteslähmung ohnegleichen verfallene abendländische Menschheit erwachen zu bringen und sie die Augen zu öffnen für die grauenerregenden geschichtlichen Gefahren, die aus dem Vorhandensein des östlichen Bolschewismus erwachsen, der ein Volk von fast 200 Millionen dem jüdischen Terror dienstbar gemacht hatte und es zum Angriffskrieg gegen Europa vorbereitete. Als der Führer die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 im Osten zum Angriff antreten ließ, waren wir Nationalsozialisten uns im Klaren darüber, dass damit überhaupt der entscheidende Kampf dieses gigantischen Weltringens anbrach. Wir wussten, welche Gefahren und Schwierigkeiten er für uns mit sich bringen würde. Wir waren uns aber auch klar darüber, dass die Gefahren und Schwierigkeiten bei längerem Zuwarten nur wachsen, niemals aber abnehmen könnten. Es war 2:40. Ein weiteres Zögern hätte leicht zur Vernichtung des Reiches und zur vollkommenen Bolschewisierung des europäischen Kontinents geführt. Es ist verständlich, dass wir bei den groß angelegten Tarnungs- und Blockmanövern des bolschewistischen Regimes das Kriegspotenzial der Sowjetunion nicht richtig eingeschätzt haben. Erst jetzt offenbart es sich uns in seiner ganzen wilden Größe. Dementsprechend ist auch der Kampf, den unsere Soldaten im Osten zu bestehen haben, über alle menschlichen Vorstellungen hinaus hart, schwer und gefährlich. Er erfordert die Aufbietung unserer ganzen nationalen Kraft. Hier ist eine Bedrohung des Reiches und der europäischen Kontinent gegeben, die alle bisherigen Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellt. Würden wir in diesem Kampfe versagen, so verspielten wir damit überhaupt unsere geschichtliche Mission. Alles,
was wir bisher aufgebaut und geleistet haben, verblasst angesichts der gigantischen Aufgabe, die hier der deutschen Wehrmacht unmittelbar und dem deutschen Volk mittelbar gestellt ist. Ich wende mich in meinen Ausführungen zuerst an die Weltöffentlichkeit und proklamiere ihr gegenüber drei Thesen unseres Kampfes gegen die bolschewistische Gefahr im Osten. Die erste dieser drei Thesen lautet: Wäre die deutsche Wehrmacht nicht in der Lage, die Gefahr aus dem Osten zu brechen, so wäre damit das Reich und in kurzer Folge ganz Europa dem Bolschewismus verfallen. Die zweite dieser drei Thesen lautet: Die deutsche Wehrmacht und das deutsche Volk allein besitzen mit ihren Verbündeten die Kraft, eine grundlegende Rettung Europas aus dieser Bedrohung durchzuführen. Die dritte dieser drei Thesen lautet: Gefahr ist im Verzuge. Es muss schnell und gründlich gehandelt werden, sonst ist es zu spät. Zur ersten These habe ich im Einzelnen zu bemerken: Der Bolschewismus hat seit jeher ganz offen das Ziel proklamiert, nicht nur Europa, sondern die ganze Welt zu revolutionieren und sie in ein bolschewistisches Chaos zu stürzen. Dieses Ziel ist seit Beginn der bolschewistischen Sowjetunion seitens des Kremls ideologisch vertreten und praktisch verfochten worden. Es ist klar, dass Stalin und die anderen Sowjetgrößen, je mehr sie glauben, sich der Verwirklichung ihrer weltzerstörerischen Absichten zu nähern, umso mehr auch bestrebt sind, diese zu tarnen und zu verschleiern. Das kann uns Nationalsozialisten nicht beirren. Wir gehören nicht zu jenen furchtbaren Gemütern, die, wie das hypnotisierte Kaninchen, auf die Schlange schauen, wie sie es erklingt. Wir wollen die Gefahr rechtzeitig erkennen und ihr auch rechtzeitig mit wirksamen Mitteln entgegentreten. Wir durchschauen nicht nur die Ideologie, sondern auch die Praktik des Bolschewismus, denn wir haben schon einmal gesehen, und zwar mit zehnmal größtem Erfolg auf innerpolitischen Feldern auseinandergesetzt. Uns kann der Kreml nicht vormachen. Wir haben einen 14-jährigen Kampf vor der Machtübernahme, seine 10-jährigen Kampf nach der Machtübernahme, seine Absichten und infamen Selbstbetrugsmanöver demaskiert. Das Ziel des Bolschewismus ist die Weltrevolution der Juden. Sie wollen das Chaos über das Reich und über Europa hereinführen und in der daraus entstehenden Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung der Völker ihre internationale, bolschewistisch verschleierte, kapitalistische Tyrannei aufzurichten. Was das für das deutsche Volk bedeuten würde, braucht hier nicht näher erläutert zu werden. Es würde mit der Bolschewisierung des Reiches eine Liquidierung unserer gesamten Intelligenz und Führungsschicht und als Folge davon die Überführung der arbeitenden Massen in die bolschewistisch-jüdische Sklaverei nach sich ziehen. Das ist das Ziel. Man sucht in Moskau Zwangsarbeitsbataillone, wie der Führer in seiner Proklamation zum 30. Januar Soldaten für die sibirischen Tundren. Der Aufstand der Steppe macht sich vor unseren Fronten bereit. Und der Ansturm des Ostens, der in täglich die steigernde Stärke gegen unsere Frontlinien anbrandet, ist nichts anderes als die versuchte Wiederholung der geschichtlichen Verheerungen, die früher schon so oft in unserer Geschichte unseren Kontinent in seinem Leben gefährdet haben. Damit aber ist auch eine unmittelbare, akute Lebensbedrohung nicht nur für uns, sondern für alle europäischen Mächte gegeben. Man soll nicht glauben, dass der Bolschewismus, hätte er die Gelegenheit, seinen Siegeszug über das Reich anzutreten, irgendwo an unseren Grenzen aufgrund einer papierenden Abmachung Halt machen würde. Er treibt eine Aggressionspolitik,
und eine Aggressionskriegführung, die ausgesprochen auf die Bolschewisierung aller Länder und Völker ausgeht. Papierene Erklärungen, die von Seiten des Kremls oder als Garantieverpflichtungen von Seiten Londons oder Washingtons gegen diese nicht zu bestreitenden Absichten abgegeben werden, imponieren uns nicht. Wir wissen, dass wir es im Osten mit einer internalischen politischen Teufelei zu tun haben, die die sonst unter Menschen und Staaten üblichen Beziehungen nicht anerkennen. Wenn beispielsweise der englische Lord Beaverbrook erklärt, dass Europa dem Bolschewismus zur Führung anvertraut werden müsste, wenn ein maßgeblicher amerikanisch-jüdischer Journalist Brown diese These durch die zynische Verlautbarung ergänzt, dass eine Bolschewisierung Europas vielleicht überhaupt die Lösung unseres kontinentalen Problems darstellte. So wissen wir genau, was die Juden damit meinen. Die europäischen Mächte stehen hier vor ihrer entscheidenden Lebensfrage. Das Abendland ist in Gefahr. Ob ihre Regierungen und ihre Intelligenzschichten das einsehen wollen oder nicht, das ist dabei gänzlich unerheblich. Das deutsche Volk jedenfalls und seine Führung sind nicht gewillt, sich dieser Gefahr auch nur versuchsweise preiszugeben. Hinter den Burgstürmenden Sowjetdivisionen sehen wir schon die jüdischen Liquidationskommandos. Hinter diesen aber ethnischer der Terror, das Gespenst des Millionenhungers und einer vollkommenen europäischen Anarchie. Hier erweist sich wiederum das internationale Judentum als das teuflische Ferment der Dekomposition, das eine geradezu zynische Genugtuung dabei erfindet, die Welt in ihre tiefste Unordnung zu stürzen und damit den Untergang jahrtausende alter Kulturen, an denen es niemals einen inneren Anteil hatte, herbeizuführen. Wir wissen damit also, vor welcher geschichtlichen Aufgabe wir stehen. Eine 2000-jährige Aufbauarbeit der abendländischen Menschheit ist in Gefahr. Man kann diese Gefahr gar nicht ernst genug schildern, aber es ist auch bezeichnend, dass, wenn man sie nur beim Namen nennt, das internationale Judentum in allen Ländern dagegen in lärmenden Ausführungen Protest einlegt. So weit ist es also schon in Europa gekommen, dass man eine Gefahr nicht mehr eine Gefahr nennen darf, welche vom Judentum ausgeht. Das aber hindert uns Nationalsozialisten nicht daran, die dazu notwendigen Feststellungen zu treffen. Wir haben niemals Angst vor den Juden gehabt und haben sie heute weniger denn je. Wir haben das auch früher in unserem innerpolitischen Kampf getan, als das kommunistische Judentum, nicht das demokratische Judentum, in Berliner Tageblatt und der Postischen Zeitung bediente, um eine Gefahr, die von Tag zu Tag drohender wurde, zu verniedlichen und zu bagatellisieren, um damit die von ihr bedrohten Teile unseres Volkes in Sicherheit einzuwiegen und ihre Abwehrkräfte einzuschläfern. Wir sehen, wenn wir dieser Gefahr nicht Herr würden, im Geiste schon das Gespenst des Hungers, des Elends und einer Millionen Zwangsarbeit für das deutsche Volk heraufziehen, sehen den ehrwürdigsten Erdteil in seinen Grundfesten wanken und unter seinen Trümmern das geschichtliche Erbe der abendländischen Menschheit begraben. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Meine zweite These lautet: Allein das Deutsche Reich mit seinen Verbündeten ist in der Lage, die eben geschilderte Gefahr zu bannen. Die europäischen Staaten, einschließlich Englands, behaupten,
stark genug zu sein, einer Bolschewisierung des europäischen Kontinents, sollte sie einmal praktisch gegeben werden, rechtzeitig und wirksam entgegenzutreten. Diese Erklärung ist kindisch und verdient überhaupt keine Widerlegung. Sollte nämlich die stärkste Militärmacht der Welt, das Deutsche Reich, nicht in der Lage sein, die Drohung des Bolschewismus zu brechen, wer sollte dann dazu die Kraft aufbringen? Etwa die neutralen europäischen Staaten. Sie besitzen weder das Potenzial, noch die militärischen Machtmittel, noch überhaupt die geistigen Voraussetzungen bei ihren Völkern, um dem Bolschewismus auch nur den geringsten Widerstand entgegenzustellen. Sie würden im Bedarfsfall von seinen motorisierten Roboterdivisionen in wenigen Tagen glatt überfahren werden. In den Hauptstädten der mittleren und kleinen europäischen Staaten tröstet man sich mit der Absicht, man müsse sich gegen die bolschewistische Gefahr geistig zur Wehr setzen. Das erinnert verzweifelt an die Erklärungen der bürgerlichen Mittelparteien aus dem Jahre 1932, dass der Kampf gegen den Kommunismus nur mit geistigen Waffen ausgefochten werden könne. Diese Behauptung war uns auch damals zu albern, als dass wir uns damit auseinandergesetzt hätten. Der östliche Bolschewismus ist nicht nur eine terroristische Lehre, sondern auch eine terroristische Praxis. Er verfolgt seine Ziele und Zwecke mit einer infernalischen Gründlichkeit und restloser Ausschöpfung seines inneren Potenzials und ohne jede Rücksichtnahme auf Glück, Wohlstand und Frieden der von ihm unterjochten Völkerschaften. Was wollten England und Amerika tun, wenn der europäische Kontinent im größten Unglücksfall dem Bolschewismus in die Arme fiele? Will man Europa von London aus vielleicht einreden, dass eine solche Entwicklung absprachegemäß an der Kanalgrenze Halt machen würde? Ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass der Bolschewismus seine fremden Legionen auf dem Boden aller demokratischen Staaten bereits in den kommunistischen Parteien stehen hat. Keiner dieser Staaten kann von sich behaupten, gegen eine innere Bolschewisierung immun zu sein. Eine jüngst vorgenommene Nachwahl zum englischen Unterhaus ergab, dass der unabhängige, das heißt der kommunistische Kandidat, in einem Wahlkreis, der bisher unumschränkte Domäne der Konservativen war, von insgesamt 10.000 Stimmen erhielt. Das heißt, dass die Rechtsparteien allein in diesem einen Kreise im Verlauf von nur kurzer Zeit die Hälfte all ihrer Wahlstimmen an die Kommunisten verloren. Ein Beweis mehr dafür, dass die bolschewistische Gefahr auch in England gegeben ist und dass sie nicht dadurch gebannt wird, dass man sie nicht sehen will. Alle territorialen Verpflichtungen, die die Sowjetunion auf sich nimmt, besitzen in unseren Augen keinen effektiven Wert. Ich beanspruche aber als verantwortlicher Sprecher des führenden Landes dieses Kontinents für mich das souveräne Recht, eine Gefahr zu nennen, wenn sie nicht nur unser eigenes Land, sondern unseren Erdteil bedroht. Als Nationalsozialisten haben wir es jeher als Pflicht empfunden, Alarm zu schlagen gegen die versuchte Chaotisierung des europäischen Kontinents durch das internationale Judentum, das im Bolschewismus eine terroristische Militärmacht aufgebaut hat, deren Bedrohlichkeit überhaupt nicht überschätzt werden kann. Die dritte These, die ich hier näher erläutern will, ist die, dass Gefahr unmittelbar im Verzug ist. Die geistigen Lähmungserscheinungen der westeuropäischen Demokratien gegen ihre tödlichste Bedrohung sind wahrhaft herzbeklemmend.
Das internationale Judentum fördert sie mit allen Kräften. Genauso wie der Widerstand gegen den Kommunismus in unserem Kampf um die Macht in unserem eigenen Lande von den jüdischen Zeitungen künstlich eingeschläfert und nur durch die nationalsozialistische Bewegung wieder erweckt wurde. Genauso ist das heute bei den anderen Völkern der Fall. Das Judentum erweist sich hier wieder einmal als die Inkarnation des Bösen, als plastischer Dämon des Verfalls und als Träger eines internationalen kulturzerstörerischen Chaos. Wir sehen im Judentum für jedes Land eine unmittelbare Gefahr gegeben. Wie andere Völker sich gegen diese Gefahr zur Wehr setzen, das ist uns gleichgültig. Wie wir uns aber dagegen zur Wehr setzen, das ist unsere Sache, in die wir keinerlei Einflüsse dulden. Im Zeichen all dieser Überlegungen steht die militärische Belastung im Osten. Der Krieg der mechanisierten Roboter gegen Deutschland und gegen Europa ist auf seinen Höhepunkt gestiegen. Das deutsche Volk erfüllt mit seinen Achsenpartnern im wahrsten Sinne des Wortes eine europäische Mission, wenn es dieser unmittelbaren und ernsten Lebensbedrohung mit den Waffen entgegentritt. Wir lassen uns nicht durch das Geschrei des internationalen Judentums in aller Welt in der mutigen und aufrechten Fortführung des gigantischen Kampfes gegen diese Weltpest beirren. Er kann und darf nur mit Sieg enden. Im Osten tobt ein Krieg ohne Gnade. Der Führer hat ihn richtig charakterisiert, als er in seiner 30. Januar-Proklamation erklärte, es werden aus ihm nicht Sieger und Besiegte, sondern nur noch Überlebende und Vernichtete hervorgehen. Das deutsche Volk hat das ganz klar erkannt. Mit seinem gesunden Instinkt hat es sich auf eigene Weise einen Weg durch das Gestrüpp der tagesaktuell bedingten geistigen und seelischen Schwierigkeiten dieses Krieges gebahnt. Wir wissen heute ganz genau, dass der Blitzkrieg des Polen- und Westfeldzuges für den Osten nur noch eine bedingte Gültigkeit hat. Hier kämpft die deutsche Nation um ihr alles. Wir sind in diesem Kampf zu der Erkenntnis gekommen, dass das deutsche Volk hier seine heiligsten Güter, seine Familien, seine Frauen und seine Kinder, die Schönheit und Unberührtheit seiner Landschaft, seine Städte und Dörfer, das 2000-jährige Erbe seiner Kultur und alles, was uns das Leben lebenswert macht, verteidigen hat. Für diese Schätze unseres reichen Volkstums hat der Bolschewismus natürlich nicht das geringste Verständnis und er würde auch im Bedarfsfalle darauf nicht die geringste Rücksicht nehmen. Er tut das ja nicht einmal seinem eigenen Volke gegenüber. Die Sowjetunion hat das bolschewistische Kriegspotenzial seit 25 Jahren in einem Umfang ausgeschöpft, der für uns gänzlich unvorstellbar war und der von uns auch falsch eingeschätzt wurde. Dieses terroristische Judentum hat sich in Russland 200 Millionen Menschen dienstbar gemacht, dabei seine zynischen Methoden und Praktiken mit der stumpfen Fähigkeit der russischen Rasse vermählt, die deshalb eine umso größere Gefahr für die europäischen Kulturvölker darstellt. Im Osten wird ein ganzes Volk zum Kampfe gezwungen. Hier werden Männer, Frauen, ja Kinder nicht nur in die Rüstungsfabriken, sondern auch in den Krieg getrieben. 200 Millionen stehen uns hier teils unter dem Terror der GPU, teils befangen in einer teuflischen Anschauung mit wilder Stumpfheit gegenüber. Die Massen von Panzer, die in diesem Winter unsere östliche Front brennen, sind das Ergebnis eines 25-jährigen sozialen Unglücks und Elends des bolschewistischen Volkes. Dagegen müssen wir mit entsprechenden Gegenmaßnahmen antreten, wenn wir das Spiel nicht als verloren aufgeben wollen. Ich gebe hier meiner festen Überzeugung Ausdruck,
dass wir die bolschewistische Gefahr auf die Dauer nur niederringen können, wenn wir ihr, wenn auch nicht mit gleichen, so doch mit gleichwertigen Methoden entgegentreten. Das deutsche Volk steht damit vor der ernstesten Frage dieses Krieges, nämlich der, die Entschlossenheit aufzubringen, alles einzusetzen, um alles, was sie besitzen, zu erhalten und alles, was sie zu späteren Leben benötigt, zu gewinnen. Es geht also nicht mehr darum, heute einen hohen Lebensstandard auf Kosten unserer Verteidigungskraft gegen den Osten aufrechtzuerhalten. Es geht vielmehr darum, unsere Verteidigungskraft zu stärken auf Kosten eines nicht mehr zeitgemäßen hohen inneren Lebensstandards. Das hat durchaus nichts mit der Nachahmung bolschewistischer Methoden zu tun. Wir haben auch früher im Kampf gegen die kommunistische Partei andere Methoden angewandt, als wir sie gegen die bürgerlichen Parteien anwandten. Denn hier traten sein Gegner gegenüber, der anders angepasst werden musste, wenn man mit ihm fertig werden wollte. Er bediente sich des Terrors, um die nationalsozialistische Bewegung niederzuschlagen. Terror aber wird nicht mit geistigen Argumenten, sondern nur mit Gegenterror gebrochen. Die geistige Bedrohung, die der Bolschewismus darstellt, ist bekannt. Sie wird auch im Ausland nicht bestritten. Über die geistige Bedrohung hinaus aber stellt er nun für uns und Europa eine unmittelbare militärische Bedrohung dar. Ihr nur mit geistigen Argumenten entgegentreten zu wollen, würde wahrscheinlich bei den Kreml-Gewaltigen stürmische Heiterkeit auslösen. Wir sind nicht so dumm und so kurzsichtig, den Kampf gegen den Bolschewismus mit derart unzulänglichen Mitteln auch nur zu versuchen. Wir wollen auch nicht auf uns das Wort angewandt sehen, dass nur die allergrößten Kälber sich ihre Metzger selber wählen. Wir sind entschlossen, unser Leben mit allen Mitteln zu verteidigen, ohne Rücksicht darauf, ob die uns umgebende Welt die Notwendigkeit dieses Kampfes einsieht oder nicht. Der totale Krieg ist also das Gebot der Stunde. Es muss jetzt zu Ende sein mit den bürgerlichen Zimperlichkeiten, die auch in diesem Schicksalskampf nach dem Grundsatz verfahren wollen, was wir denn selbst, mach mich nicht nass. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir entgegentreten. Es ist also jetzt die Stunde gekommen, die Glacé-Handschuhe auszuziehen. Jetzt müssen wir die Faust bandagieren. Es geht nicht mehr an, das reiche Kriegspotenzial nicht nur unseres eigenen Landes, sondern der uns zur Verfügung stehenden bedeutenden Teile Europas nur flüchtig und an der Oberfläche auszuschöpfen. Es muss ganz zur Ausschöpfung gelangen, und zwar so schnell und so gründlich, als das organisatorisch und sachlich überhaupt nur denkbar ist. Hier wäre eine falsche Rücksichtnahme vollkommen fehl am Orte. Europas Zukunft hängt von unserem Kampf im Osten ab. Wir stehen zu seinem Schutze bereit. Das deutsche Volk stellt ein kostbarstes nationales Blut für diesen Kampf zur Verfügung. Das übrige Europa sollte hierfür wenigstens seine Arbeit zur Verfügung stellen. Wer diesen Kampf im übrigen Europa heute noch nicht versteht, wird uns morgen auf den Knien danken, dass wir ihn auf uns genommen haben. Es ärgert uns nicht einmal, wenn unsere Feinde im Ausland behaupten, die Maßnahmen, die wir jetzt zur Totalisierung des Krieges durchführten, kämen denen des Bolschewismus gleich. Scheinheilig erklären sie, daraus müsse man also folgern, dass sie unter diesen Umständen der Kampf gegen den Bolschewismus überhaupt erübrige, denn wir seien der Bolschewismus.
Es geht hier nicht um die Methode, mit der man den Bolschewismus zu Boden schlägt, sondern um das Ziel, nämlich die Beseitigung der Gefahr. Die Frage ist also nicht die, ob die Methoden, die wir anwenden, schön oder weniger schön, sondern nur, ob sie erfolgreich sind. Jedenfalls sind wir als nationalsozialistische Volksführung jetzt zu allem entschlossen. Wir packen zu, ohne Rücksicht auf die Einsprüche des einen oder des anderen. Wir wollen nicht mehr im Interesse der Aufrechterhaltung eines hohen, manchmal fast friedensmäßigen inneren Lebensstandards für eine bestimmte Volksschicht das deutsche Potenzial schwächen und damit unsere Kriegsführung gefährden. Im Gegenteil, wir verzichten freiwillig auf einen bedeutenden Teil dieses Lebensstandards, um das Kriegspotenzial so schnell und so gründlich wie möglich zu erhöhen. Im Übrigen herrscht darüber, wie mir aus ungezählten Briefen aus der Heimat und Zustimmungskundgebungen aus der Front mitgeteilt wird, im ganzen deutschen Volk überhaupt nur eine Meinung. Jedermann weiß, dass dieser Krieg, wenn wir ihn verlieren, uns alle vernichten würde. Und darum ist das Volk mit seiner Führung entschlossen, nunmehr zur radikalsten Selbsthilfe zu greifen. Die breiten, arbeitenden Massen unseres Volkes machen der Regierung nicht zum Vorwurf, dass sie zu rücksichtslos, sondern höchstens, dass sie zu rücksichtsvoll vorgehen. Man frage Land auf, Land ab das deutsche Volk. Und man wird nur eine Antwort erhalten. Das Radikalste ist heute gerade radikal und das Totalste ist gerade total genug, um zum Siege zu führen. Darum ist die totale Kriegführung eine Sache des ganzen deutschen Volkes. Niemand kann sich auch nur mit einem Schein von Berechtigung an ihren Forderungen vorbeidrücken. Als ich in meiner Rede vom 30. Januar von dieser Stelle aus den totalen Krieg proklamierte, schwollen mir aus den um mich versammelten Menschenmassen Orkane der Zustimmung zu. Ich kann also feststellen, dass die Führung sich in ihren Maßnahmen in vollkommen zur Übereinstimmung mit dem ganzen deutschen Volk in der Heimat und an der Front befindet. Jawohl! Das Volk will alle. Das Volk will alle, auch die schwersten Belastungen auf sich nehmen und ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn damit dem Siege gedient wird. Allerdings die Voraussetzung dazu ist, dass die Lasten gerecht verteilt werden. Die Staatsführung darf nicht dulden, dass der weitaus größte Teil des Volkes die ganze Bürde des Krieges trägt und ein kleiner, passiver Teil sich an den Lasten und an der Verantwortung des Krieges vorbeizudrücken. Die Maßnahmen, die wir getroffen haben und noch treffen müssen, werden deshalb vom Geiste der nationalsozialistischen Gerechtigkeit erfüllt sein. Wir nehmen keine Rücksicht auf Stand und Beruf. Arm und reich und hoch und niedrig müssen in gleicher Weise beansprucht werden. Jedermann wird in dieser ernsten Phase unseres Schicksalskampfes zur Erfüllung seiner Pflicht der Nation gegenüber angehalten, wenn nötig gezwungen werden. Auch dabei wissen wir uns in vollster Übereinstimmung mit dem nationalen Willen unseres Volkes. Wir wollen lieber zu viel als zu wenig Kraft zur Erringung des Sieges anwenden. Noch niemals ist ein Krieg in der Geschichte der Völker verloren gegangen, weil die Führung zu viele Soldaten hatte. Sehr viele aber gingen verloren, weil das Umgekehrte der Fall war. Ich habe schon in der Öffentlichkeit erklärt, dass die kriegsentscheidende Aufgabe der Gegenwart darin besteht,
geführt durch einschneidendste Maßnahmen in der Heimat, eine operative Reserve bereitzustellen, die ihm die Möglichkeit gibt, im kommenden Frühjahr und Sommer endlich wieder die heilsersehnte Offensive zu eröffnen. Je mehr wir dem Führer an Kraft in die Hand geben, umso vernichtender wird dieser Schlag sein. Es ist also nicht mehr angebracht, unzeitgemäßen Friedensvorstellungen zu huldigen. Das deutsche Volk hat alle Veranlassung, nur an Krieg zu denken. Das trägt nicht zur Verlängerung des Krieges, sondern nur zu seiner Beschleunigung bei. Der totalste und radikalste Krieg ist auch der kürzeste. Wir müssen im Osten wieder offensiv werden. Wir müssen dazu die nötigen Kräfte, die im Lande noch in reichem Maße vorhanden sind, mobilisieren. Und zwar nicht nur auf organisatorische und bürokratische, sondern auch auf improvisatorische Weise. Ein umständliches bürokratisches Verfahren führt hier zu langsam zum Ziel. Die Stunde aber drängt. Eile ist hier gebot. Auch früher im Kampf der nationalsozialistischen Bewegung gegen den demokratischen Staat haben wir nicht immer nach einem schwerfälligen Verfahren gearbeitet. Auch damals lebten wir oft von der Hand in den Mund und trieben unsere politische Strategie als ein System der Aushilfen. Das muss auch heute wieder der Fall sein. Es ist also Zeit, den säumigen Beine zu machen. Sie müssen auf ihrer bequemen Ruhe aufgerüttelt werden. Wir können nicht warten, bis sie von selbst zur Besinnung kommen und es dann vielleicht zu spät ist. Es muss wie ein Alarmruf durch das Volk gehen. Eine Arbeit von Millionen Händen hat unverzüglich einzusetzen. Und zwar Land auf, Land ab. Die Maßnahmen, die wir bereits getroffen haben und noch treffen müssen und die ich im weiteren Teil meiner Ausführungen des Lehrern erläutern werde, sind einschneidend für das gesamte privat und öffentliche Leben, das wissen wir. Die Opfer, die der einzelne Bürger dabei zu bringen hat, sind manchmal schwer, aber sie bedeuten doch nur wenig den Opfern gegenüber, die er bringen müsste, wenn er sich zu diesen Opfern weigerte und damit das größte nationale Unglück über unser Volk heraufbeschwörte. Es ist besser, zur rechten Zeit einen operativen Schnitt zu tun, als so zu warten und die Krankheit sich erst richtig festsetzen lassen. Man darf aber dem Operateur, der den Schnitt tut, nicht in den Arm fallen oder ihn gar wegen Körperverletzung verklagen. Er schneidet nicht, um zu töten, sondern um das Leben des Patienten zu retten. Wiederum muss ich hier betonen, dass je schwerer die Opfer sind, die das deutsche Volk zu bringen hat, umso dringender die Forderung erhoben werden muss, dass sie gerecht verteilt werden. Das will auch das Volk. Niemand sträubt sich heute gegen die Übernahme von auch schwersten Kriegslasten. Aber es muss natürlich auf jeden aufreizend wirken, wenn gewisse Leute immer wieder versuchen, sich an den Lasten irgendwie vorbeizudrücken. Die nationalsozialistische Staatsführung hat die moralische, aber auch die staatspolitische Pflicht, solchen Versuchen mannhaft, unbeirrt, wenn nötig aber auch mit drakonischen Strafen entgegenzutreten. Schonung wäre hier vollkommen fehl am Platze und würde allmählich wahrscheinlich zu einer Verwirrung der Gefühle und Ansichten unseres Volkes führen, die eine schwere Gefährdung unserer öffentlichen Kriegsmoral nach sich ziehen müsste. Wir sind somit auch gezwungen, eine Reihe von Maßnahmen zu treffen, die zwar für die Kriegsführung selbst nicht von lebenswichtiger Bedeutung sind, die aber für die Aufrechterhaltung der Kriegsmoral in der Heimat und an der Front erforderlich erscheinen. Auch die Optik des Krieges, das heißt, das äußere Bild der Kriegführung, ist im vierten Kriegsjahr von ausschlaggebender staatspolitischer Wichtigkeit. Die Front hat angesichts der übermenschlichen Opfer, die sie täglich zu bringen hat, ein elementares Anrecht darauf,
dass auch nicht ein einziger in der Heimat das Recht für sich in Anspruch nimmt, am Kriege und seinen Pflichten vorbeizuleben. Aber nicht nur die Front fordert das. Auch der weitaus überwiegende, anständige Teil der Heimat. Die Fleißigen besitzen einen Anspruch darauf, dass wenn sie 10 und 12 und manchmal 14 Stunden täglich arbeiten, sich direkt neben ihnen nicht die Faulenzer räkeln und gar noch die Fleißigen für dumm und nicht raffiniert genug halten. Die Heimat muss in der Gesamtheit sauber und intakt bleiben. Nicht darf ihr kriegsgemäßes Bild trüben. Es sind deshalb eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden, die dieser neuen Optik des Krieges Rechnung tragen. Wir haben beispielsweise die Schließung der Bar- und Nachtlokale angeordnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch Menschen gibt, die ihre Kriegspflichten gewissenhaft erfüllen und gleichzeitig bis tief in die Nacht in Amüsierlokalen herumgehen. Ich muss daraus nur folgern, dass sie es mit ihren Kriegspflichten nicht allzu genau nehmen. Wir haben diese Amüsierlokale geschlossen, weil sie anfingen, unserer Kriegsmoral lästig zu fallen und das Bild des Krieges drückten. Und das verträgt das deutsche Volk nicht. Wir wollen uns damit durchaus nicht etwa als Mucker betätigen. Nach dem Kriege wollen wir gerne wieder nach dem Grundsatzverfahren leben und leben lassen. Während des Krieges aber gilt der Grundsatz kämpfen und kämpfen lassen. Auch Luxusrestaurants, deren Aufwand in keinem Verhältnis zum erzielten Effekt steht, sind der Schließung verfallen. Es mag sein, dass der eine oder der andere auch während des Krieges noch in der Pflege des Magens eine Hauptaufgabe sieht. Auf ihn können wir leider keine Rücksicht mehr nehmen. Wenn an der Front unserer kämpfenden Truppen vom Grenadier bis zum Generalfeldmarschall aus der Feldküche essen, so glaube ich, ist es nicht zu viel verlangt, wenn die in der Heimat jeden zwingen, wenigstens auf die elementarsten Gebote des Gemeinschaftsdenkens Rücksicht zu nehmen. Feinschmecker wollen wir wieder nach dem Kriege werden. Heute haben wir Wichtigeres zu tun, als den Magen zu pflegen. Auch ungezählte Luxus- und Repräsentationsgeschäfte sind mittlerweile zur Auflösung gekommen. Sie waren für das kaufende Publikum vielfach nur ein Stein des Anstoßes. Zu kaufen gab es dort praktisch für den Durchschnittsmenschen kaum noch etwas. Höchstens einmal, wenn man hier und da statt mit Geld, mit Butter oder mit Eiern bezahlt hat. Was haben aber Geschäfte für einen Zweck, die keine Waren mehr verkaufen und nur elektrisches Licht, Heizung und menschliche Arbeitskraft gebrauchen, die uns anderswo, vor allem in der Rüstungsproduktion, an allen Ecken und Enden wählen. Man wende hier nicht ein, die Aufrechterhaltung dieses Friedensscheines imponiere dem Auslande. Dem Ausland imponiert am meisten ein Sieg. In unserer Kampfzeit waren wir ganz arme Nazis. Und als wir gesiegt hatten, hat jeder um unsere Freundschaft gebuhlt. Auch wenn wir in diesem Krieg einmal gesiegt haben, wird jeder unser Freund sein wollen. Würden wir aber einmal unterliegen, so könnten wir wahrscheinlich unsere Freunde an den Fingern einer Hand abzählen. Wir haben deshalb mit diesen falschen Illusionen, die das Kriegsbild verwischen, Schluss gemacht. Wir werden die Menschen, die dort untätig in den leeren Geschäften rumstehen, einer nutzbringenderen Tätigkeit in der öffentlichen Kriegswirtschaft zuführen. Dieser Prozess ist eben im Gange und wird bis zum 15. März abgeschlossen sein.
Er stellt natürlich eine riesige Umorganisation unseres ganzen wirtschaftlichen Lebens dar. Hunderttausende von Menschen werden in Bewegung gesetzt. Wir gehen dabei nicht planlos vor, wir sind nämlich nicht nervös. Wir wollen auch niemanden zu Unrecht anklagen oder Tadel und Vorwurf nach allen Seiten verteilen. Wir tun lediglich das, was notwendig ist. Das allerdings tun wir schnell und gründlich. Wir wollen lieber ein paar Jahre geflickte Kleider tragen, als ein paar Jahrhunderte in Lumpen herumlaufen. Was sollen beispielsweise heute noch Modesalons, die Lichtheizung und menschliche Arbeitskraft verbrauchen? Sie werden nach dem Kriege, wenn wir wieder Zeit und Lust dazu haben, neu erstehen, selbstverständlich. Was sollen Frisiersalons, in denen ein Schönheitskult gepflegt wird, der ungeheuer viel Zeit und Arbeitskraft beansprucht, der für den Frieden zwar sehr schön und angenehm, für den Krieg aber doch mindestens entbehrlich ist. Unsere Frauen und Mädchen sollen sich nicht ängstigen. Sie werden unseren einmal siegreich heimkehrenden Soldaten auch ohne friedensmäßige Aufmachung gefallen. Das macht durchaus keinen guten Eindruck, wenn doch beim Glockenschlag nach achtstündiger Arbeitszeit die Achsendeckel zugeklappt und Schluss gemacht wird. Nicht das Volk ist für die Ämter, sondern die Ämter sind für das Volk da. Man arbeitet also nicht so lange, bis die Glocke schlägt, sondern bis die Arbeit erledigt ist. Das ist das Gebot des Krieges. Wenn der Führer das kann, so werden seine bezahlten Diener das auch können. Ist für eine längere Arbeitszeit nicht genügend Arbeit da, so gibt man 10 oder 20 oder 30% der Mitarbeiter an die kriegswichtige Wirtschaft ab und stellt damit wieder eine entsprechende Anzahl von Männern für die Front frei. Das ist ja das Problem. Das gilt für alle Dienststellen in der Heimat, zivile und militärische. Vielleicht wird gerade dadurch auch die Arbeit in den Ämtern etwas schneller und etwas weniger schwerfällig vor sich gehen. Wir sollen im Kriege nicht nur gründlich, sondern auch prompt arbeiten. Der Soldat an der Front hat auch nicht wochenlang Zeit, sich eine Maßnahme reiflich zu überdenken. Sie dann von Hand zu Hand in einem Aktendeckel weiterzugeben und dann in dem Aktendeckel verstauben zu lassen. Er muss sofort handeln, wenn er sonst sein Leben verliert. Wir in der Heimat verlieren zwar so schwerfälliges Arbeiten nicht unser eigenes Leben, aber wir gefährden das Leben des Reiches. Auch alberne Arbeiten, die mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun haben, müssen bei Industrie und Verwaltung abgestellt werden. Vieles, was im Frieden schön und erstrebenswert war, wird im Kriege mindestens lächerlich. Wenn Sie beispielsweise, wie mir berichtet wird, in Berlin eine Reihe von Stellen wochenlang mit der Frage beschäftigen, ob man das Wort Akkumulator nicht durch das Wort Sammler ersetzen solle und darüber umfangreiche Aktenbände angelegt werden, so habe ich den Eindruck, und ich glaube auch, das deutsche Volk teilt diesen Eindruck, dass Personen, die sich im Kriege mit solchen Kindereien beschäftigen, nicht ganz ausgelastet sind und zweckmäßigerweise in eine Munitionsfabrik oder an die Front geschickt werden. Überhaupt müssen alle, die im Dienste des Volkes tätig sind, dem Volk in der Arbeit sowohl wie in der äußeren und inneren Haltung stets ein leuchtendes Beispiel geben. Auch an Kleinigkeiten entzündet sich manchmal der öffentliche Unmut. Es ist beispielsweise aufreizend, wenn junge Männer und Frauen morgens um 9 Uhr in Berlin durch den Tiergarten reisen. Ich denke mir manchmal, dass sie dabei vielleicht einer Arbeiterfrau begegnen, die eine 10-stündige Nachtschicht hinter sich hat und vielleicht zu Hause noch 3 oder 4 oder 5 Kinder betreuen muss. Das Bild einer wie im Frieden vorbeigaloppierenden Kavalkade
kann in der Seele dieser braven Arbeiterfrau nur Bitterkeit erregen. Ich habe deshalb das Reiten auf öffentlichen Straßen des letzten Reichshauptstadt für die Dauer des Krieges verboten. Ich trage auch damit, glaube ich, den psychologischen Forderungen des Krieges Rechnung. Und wohl auch den Forderungen der Rücksichtnahme auf die Front. Der Soldat beispielsweise, der für ein paar Tage von der Ostfront nach Hause in Urlaub fährt und in Berlin einen Tag Pause macht, wird durch den Anblick eines solchen Schauspiels einen ganz falschen Eindruck von unserer Reichshauptstadt bekommen. Er sieht ja nicht in den Rüstungsfabriken täglich, die täglich 12, 14 und manchmal 16 Stunden werkenden Hunderttausende fleißiger und anständiger Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern eine fröhliche Nicht- und Reitgesellschaft. Was wird er für Eindrücke aus der Heimat an der Front erzählen? Überhaupt muss jeder sich in dieser Zeit zu einem selbstverständlichen Gebot der Kriegsmoral machen, auf die berechtigten Forderungen des arbeitenden und kämpfenden Volkes die größte Rücksicht zu nehmen. Wir sind keine Spielverderber, aber wir lassen uns auch das Spiel nicht verderben. Wenn beispielsweise gewisse Männer und Frauen sich wochenlang in den Kurorten herumräkeln, sich dort Gerüchte zutratschen und schwer Kriegsversehrten und Arbeiter und Arbeiterinnen, die nach einem Jahr oder zwei Jahren im harten Einsatz Anspruch auf Urlaub haben, den Platz wegnehmen, so ist das skandalös und deshalb abgestellt worden. Der Krieg ist nicht die richtige Zeit für einen gewissen Amüsierpöbel. Unsere Freude ist zu seinem Ende, ist die Arbeit und der Kampf. Darin finden wir unsere innere seelische Genugtuung. Wer das nicht aus eigenem Pflichtgefühl versteht, der muss zu diesem Pflichtgefühl erzogen und wenn nötig gezwungen werden. Hier hilft nur hartes Durchgreifen. Es macht zum Beispiel auf das Volk keinen guten Eindruck, wenn wir mit einer riesen Propaganda die Parole ausgeben, Räder müssen rollen für den Sieg, das ganze Volk aus die Folgerung zieht und keine unnützen Reisen antritt, dagegen aber arbeitslose Vergnügungsreisende dadurch nur mehr Platz in der Eisenbahn bekommen. Die Eisenbahn dient heute kriegswichtigen Transporten und kriegsnotwendigen Geschäftsreisen. Urlaub hat nur der zu beanspruchen, der sonst in seiner Arbeits- und Kampfkraft schwer gefährdet würde. Der Führer hat seit Beginn des Krieges und lange vorher nicht einen einzigen Tag Urlaub gehabt. Wenn also der erste Mann im Staate seine Pflicht so ernst und verantwortungsvoll auffasst, dann muss das für jeden Bürger und jede Bürgerin des Staates eine stumme, aber doch unüberhörbare Aufforderung sein, sich auch danach zu richten. Die Regierung tut andererseits alles, um dem arbeitenden Volke in dieser schweren Zeit die nötigen Entspannungsmöglichkeiten zu erhalten. Theater, Kinos, Musikszene bleiben voll in Betrieb. Der Rundfunk wird bestrebt sein, sein Programm noch zu erweitern und zu vervollkommnen. Wir haben durchaus nicht die Absicht, über unser Volk eine graue Winterstimmung heraufzubeschwören. Was dem Volke dient, was seine Kampf- und Arbeitskraft erhält, stellt und vermehrt, das ist gut und kriegswichtig. Das Gegenteil ist abzuschaffen. Ich habe deshalb als Ausgleich gegen die eben geschilderten Maßnahmen angeordnet, dass die geistigen und seelischen Erholungsstätten in Zusammenarbeit mit unseren Parteigenossen leicht nicht vermindert, sondern vermehrt werden. Das gilt auch für den Sport. Der Sport ist heute keine Angelegenheit bevorzugter Kreise. UK-Stellungen allerdings sind auf dem Sport mit dem Gebiet gänzlich sinnlos. Der Sport hat doch die Aufgabe, die Körperkraft zu stehlen, doch wohl in der Hauptsache zu dem Zweck, die wenigstens in der schlimmsten Notzeit des Volkes aus dem Einsatz zu bringen. Das alles will auch die Front. Die fordert mit stürmischer Zustimmung, dass das deutsche Volk in der Heimat sich mit ihr
solidarisiere. Wir wollen jetzt nicht mehr hören von kriegsunwichtiger Betriebsamkeit und Wichtigtuerei. Wir wollen dafür keine Zeit und keinen Aufwand mehr anbringen. Wir wollen nicht mehr hören von einem überspannten, umständlichen Fragebogenunwesen für jeden Unsinn. Wir wollen uns nicht in tausend Kleinigkeiten verzetteln, die für den Frieden vielleicht wichtig waren, für den Krieg aber keine Bedeutung besitzen. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Das deutsche Volk will eine spartanische Lebensführung für alle. Für hoch und niedrig und arm und reich. So wie der Führer dem ganzen Volk ein Beispiel gibt, so muss das ganze Volk in allen seinen Schichten sich dieses Beispiel auch zum Vorbild nehmen. Wenn er nur Arbeit und Sorgen kennt, so wollen wir ihm Arbeit und Sorgen nicht allein überlassen, sondern den Teil, den wir ihm abnehmen können, auch auf uns nehmen. Die Zeit, die wir heute durchleben, hat in ihrer ganzen Anlage für jeden echten Nationalsozialisten eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Kampfzeit. Da und immer fernerhin haben wir so gehandelt. Wir sind immer mit dem Volke durch dick und dünn gegangen und darum ist das Volk auch auf allen Wegen unser Gefolgsmann gewesen. Wir haben immer mit dem Volke gemeinsam alle Lasten getragen und deshalb schienen uns diese Lasten nicht schwer, sondern leicht zu sein. Das Volk will geführt werden. Noch niemals gab es in der Geschichte ein Beispiel dafür, dass in einer kritischen Stunde des nationalen Lebens das Volk einer tapferen und entschlossenen Führung die Gefolgschaft versagt hätte. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch über einige praktische Maßnahmen des totalen Krieges, die wir bereits getroffen haben, ein paar Worte verlieren. Das Problem, um das es sich handelt, lautet: Freimachung von Soldaten für die Front, Freimachung von Arbeitern und Arbeiterinnen für die Rüstungswirtschaft. Diesen beiden Zielen müssen alle anderen Bedürfnisse untergeordnet werden, selbst auf Kosten unseres sozialen Lebensniveaus während des Krieges. Das soll nicht eine endgültige Stabilisierung unseres Lebensstandards darstellen, sondern gilt nur als Mittel zum Zweck. Es müssen in diesem Rahmen nun Hunderttausende von UK-Stellungen in der Heimat aufgehoben werden. Diese UK-Stellungen waren bisher notwendig, weil wir nicht ausreichend Fach- und Schlüsselkräfte zur Verfügung hatten, die durch Aufhebung der UK-Stellungen leer werdenden Plätze wieder besetzen konnten. Es ist nun der Sinn der getroffenen und noch zu treffenden Maßnahmen, die dafür nötigen Arbeitskräfte zu mobilisieren. Darum geht unser Appell an die noch außerhalb der Kriegswirtschaft stehenden Männer und an die bisher noch außerhalb des Arbeitsprozesses stehenden Frauen. Sie werden sich diesem Appell nicht versagen wollen oder nicht versagen können. Die Arbeitspflicht für Frauen ist sehr weitschichtig gefasst. Das heißt aber nicht, dass nur diejenigen, die im Gesetz genannt werden, überhaupt nur arbeiten dürfen. Jeder ist uns willkommen. Und je mehr sich für den großen Umschichtungsprozess in der inneren Wirtschaft zur Verfügung stellen, umso mehr Soldaten können wir für die Front freimachen und umso härter kann der Führer im kommenden Sommer zuschlagen. Unsere Feinde behaupten, die deutschen Frauen seien nicht in der Lage, den Mann in der Kriegswirtschaft zu ersetzen. Das mag für bestimmte schwere körperliche Arbeiten unserer Kriegsfertigung zutreffen. Darüber hinaus aber bin ich der Überzeugung, dass die deutsche Frau fest entschlossen ist, den Platz, den der Mann, der an die Front geht, freimacht, in kürzester Frist nicht nur Hälfte, sondern ganz auszufüllen. Wir brauchen uns da gar nicht auf bolschewistische Beispiele zu berufen. Auch in der deutschen Kriegswirtschaft sind seit Jahren schon viele Millionen bester deutscher Frauen mit größtem Erfolg tätig.
und sie warten jetzt mit Ungeduld darauf, dass ihre Reihen baldig durch neuen Zuzug vermehrt und ergänzt werden. Alle die, die sich für diese Arbeit zur Verfügung stellen, erfüllen damit nur eine Dankespflicht der Front gegenüber. Hunderttausende sind schon gekommen, Hunderttausende werden noch kommen. In kürzester Frist hoffen wir damit, Armeen von Arbeitskräften freizumachen, die ihrerseits dann wieder Armeen von kämpfenden Soldaten freistellen werden. Ich müsste mich sehr in den deutschen Frauen täuschen, wenn ich annehmen sollte, dass sie den hiermit an sie ergehenden Appell überhören wollten. Sie werden sich nicht in engherziger Weise an das Gesetz anklammern oder gar noch versuchen, durch seine Maschen zu entschlüpfen. Ich glaube das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Im Übrigen würden die wenigen, die solche Absichten verfolgen, damit bei uns auch gar nicht landen. Ärztliche Atteste werden statt der aufgerufenen Arbeitskraft nicht entgegengenommen. Auch eine etwaige sogenannte Alibi-Arbeit, die man sich beim Mann oder beim Schwager oder bei einem guten Bekannten verschafft, um sie in Wahrheit unbeaufsichtigt weiter an der Arbeit vorbeidrücken zu können, wird von uns schon mit entsprechenden Gegenmaßnahmen beantwortet werden. Die wenigen, die solche Pläne verfolgen, können sich damit in der öffentlichen Wertung nur erledigen. Wir vergessen nicht, nach dem Kriege werden wir daran denken. Das Volk wird Ihnen nur die größte Verachtung zollen. Niemand verlangt selbstverständlich, dass eine Frau, die dazu nicht die nötigen körperlichen Voraussetzungen mitbringt, in die schwere Fertigung etwa einer Panzerfabrik geht. Es gibt aber auch eine Unmenge von Fertigungen in der Kriegsindustrie, die ohne allzu starke körperliche Anstrengung geleistet werden können und für die sie eine Frau, auch wenn sie aus bevorzugteren Kreisen stammt, zur Verfügung stellen kann. Es wäre auch angebracht, dass Frauen, die Dienstpersonal beschäftigen, jetzt schon diese Frage einer Überprüfung unterzögen. Man kann sehr wohl sich selbst dem Haushalt und den Kindern widmen und sein Dienstmädchen freigeben. Oder den Haushalt und die Kinder dem Dienstmädchen oder der NSV überantworten und sich dann selbst zur Arbeit melden. Allerdings ist dann das Leben nicht mehr so gemütlich wie im Frieden. Wenn der Papi nach Hause kommt, hat die Mutti nicht immer das Abendessen fertig. Aber wir leben ja auch nicht im Frieden, sondern im Kriege. Gemütlich werden wir es uns wieder machen, wenn wir den Sieg in Händen haben. Jetzt aber müssen wir die Bequemlichkeit aufopfern, um zum Siege zu kommen. Auch und gerade die Kriegerfrauen werden das verstehen. Sie werden es für ihre höchste Verpflichtung halten, ihren Männern draußen an der Front dadurch zur Seite zu treten, dass sie sich einer kriegswichtigen Arbeit zur Verfügung stellen. Das betrifft vor allem die Landwirtschaft. Die Frauen der Landarbeiter haben hier ein gutes Beispiel zu geben. Es gilt für alle Männer und Frauen der Grundsatz, dass es für niemanden angebracht ist, im Kriege sogar noch weniger zu tun als im Frieden. Die Arbeit muss vermehrt, nicht vermindert werden. Man darf übrigens nicht den Fehler machen, alles, was jetzt nötig ist, auf die Regierung zu schieben. Die Regierung kann nur die großen Rahmengesetze schaffen. Den Rahmengesetzen Leben und Inhalt zu geben, das ist Aufgabe des arbeitenden Volkes. Und zwar soll das unter der anfeuernden Führung der Partei geschehen. Schnelles Handeln ist hier erstes Gebot. Über die gesetzliche Verpflichtung hinaus also gilt jetzt die Parole Freiwillige Bruch. Hier appelliere ich vor allem als Berliner Gauleiter an meine Berliner Mitbürgerinnen. Sie haben im Verlaufe dieses Krieges schon so viele edle Beispiele einer tapferen Lebensgesinnung gegeben, dass Sie sich gewiss auch dieser Forderung gegenüber nicht beschämen lassen wollen.
Sie haben sich durch Ihre praktische Lebensart sowie durch die Frische Ihrer Lebensauffassung auch im Krieg in der ganzen Welt einen guten Namen erworben. Diesen guten Namen gilt es jetzt durch eine großzügige Handlungsweise zu erhalten, zu verstärken. Wenn ich also meine Berliner Mitbürgerinnen aufrufe, sie schnell, prompt und ohne viel Einwendung in einer kriegswichtigen Arbeit zur Verfügung zu stellen, so weiß ich, dass alle diesem Appell Folge leisten werden. Wir wollen jetzt nicht mehr über die Schwere der Zeit klagen oder uns einander etwas vorresonieren. Wir wollen, wie das nicht nur Berliner, sondern deutsche Art ist, zupacken, handeln, Initiative ergreifen, selbst etwas tun und nicht alles den anderen zu tun überlassen. Welche deutsche Frau wollte es übers Herz bringen, zu einem solchen Appell, den ich vor allem für die kämpfende Front an die deutsche Frauenwelt richte, zu empfehlen? Wer wollte jetzt eine spießige Bequemlichkeit über das nationale Pflichtgebot stellen? Wer wollte jetzt noch angesichts der schweren Bedrohung, der wir alle ausgesetzt sind, an seine egoistischen privaten Bedürfnisse denken und nicht an die über alledem stehenden Notwendigkeiten des Krieges? Ich weise mit Verachtung den Vorwurf, den uns unsere Feinde machen, dass das eine Nachahmung des Bolschewismus sei, zurück. Wir wollen den Bolschewismus nicht nachahmen, genauso wenig wie in der Kampfzeit, sondern wir wollen ihn besiegen. Die deutsche Frau wird das am ehesten verstehen, denn sie hat längst erkannt, dass der Krieg, den heute unsere Männer führen, ein Krieg vor allem zum Schutze ihrer Kinder ist. Ihr heiligstes Gut wird also in diesem Kriege durch den Einsatz des kostbarsten Blutes unseres Volkes beschirmt. Mit diesem Kampf der Männer muss die deutsche Frau auch nach außen hin spontan ihre Solidarität bekunden. Sie muss sich lieber morgen als übermorgen in die Reihen der Millionen schaffender Angestellten und Arbeiterinnen einreihen und das Heer der arbeitenden Heimat auch durch ihre eigene Person vermehren. Es muss wie ein Strom der Bereitschaft durch das deutsche Volk gehen. Ich erwarte, dass sich ungezählte Frauen und vor allem auch Männer, die bisher noch keine kriegswichtige Arbeit tun, bei den Meldestellen melden. Wer sich schnell gibt, der gibt sich doppelt. Daneben vollziehen sich eine Reihe von großzügigen Zusammenlegungen in unserer allgemeinen Wirtschaft, die ja bereits durch die Presse näher erläutert worden sind. Ich weiß, dass große Teile unseres Volkes dabei schwere Opfer bringen müssen. Wir haben Verständnis für diese Opfer. Und die Volksführung ist bemüht, sie auf ein Mindestmaß zu beschränken. Aber ein gewisser Rest wird leider übrig bleiben, der getragen werden muss. Nach dem Kriege werden wir das, was wir heute auflösen, größer und schöner denn je wieder aufbauen. Und der Staat wird dazu seine helfende Hand leihen. Ich wende mich eindringlich gegen die Behauptung, dass mit unseren Maßnahmen etwa eine Stilllegung des Mittelstandes oder eine Monopolisierung unserer Wirtschaft bezweckt würde. Nach dem Kriege wird der Mittelstand sofort wieder in größtem Umfang wirtschaftlich und sozial wiederhergestellt. Die augenblicklichen Maßnahmen sind ausschließlich Notmaßnahmen für die Kriegszwecke und Kriegsbedürfnisse. Sie streben nicht eine strukturelle Veränderung der Wirtschaft an, sondern sind lediglich auf das Ziel des totalen Sieges eingestellt. Sie streiten nicht ab, dass uns auch angesichts der Durchführung der eben geschilderten Maßnahmen noch sorgenvolle Wochen bevorstehen werden. Aber damit schaffen wir jetzt endgültig Luft. Wir stellen diese Maßnahmen auf die Aktionen des kommenden Sommers ein und begeben uns heute, ohne den Drohungen und Großsprechereien des Feindes irgendeine Beachtung zu schenken, an die Arbeit. Ich bin glücklich, dieses Programm des Sieges einem Volke vortragen zu dürfen, das diese Maßnahmen nicht nur willig auf sich nimmt, sondern sie fordert. Und zwar dringender, als das je im Verlaufe dieses Krieges der Fall gewesen ist. Das Volk will, dass durchgreifend und schnell gehandelt wird.
Wir müssen den Augenblick und die Stunde nützen, damit wir vor kommenden Überraschungen gesichert sind. Wir haben uns in den vergangenen Jahren oft in unseren Zeitungen und Reden auf das friderizianische Beispiel berufen. Wir hatten eigentlich gar keine Berechtigung dazu. Friedrich II. Stand im Dritten Schlesischen Krieg zeitweilig mit 5 Millionen Preußen, wie Schlippen berechnet, 90 Millionen Feinden gegenüber. Im zweiten der 7 höllischen Jahre erlitt er eine Niederlage, die den ganzen preußischen Staat ins Wanken brachte. Er hatte niemals genug Soldaten, niemals genug Waffen, um seine Schlachten ohne größtes Risiko zu schlagen. Er betrieb seine Strategie immer als ein System der Aushilfen, aber er verfolgte dabei den Grundsatz, den Feind anzugreifen, wo sich ihm eine Gelegenheit dazu bot, und ihn zu schlagen, wo er sich ihm stellte. Dass er Niederlagen erlitt, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass der große König in allen Schicksalsschlägen ungebrochen blieb, dass er unerschütterlich das schwankende Kriegsglück auf sich nahm und sein ehernes Herz jede Gefahr überwand. Am Ende der 7 Jahre stand er zwar nur 51-jährig, aber doch schon der alte Fritz, ein zahnloser, gichtkranker und von 1000 Schmerzen gepeinigter Greis, doch als Sieger auf dem verwüsteten Schlachtfeld. Woher nehmen wir vorläufig die Berechtigung, uns auf ihn zu berufen? Wir wollen doch höchstens nur den Willen und die Entschlusskraft, es ihm, wenn die Stunde es einmal gebieten sollte, gleich zu tun, aufbringen. Auch wir wollen unerschütterlich bleiben in allen Fügungen des Schicksals und wollen die Ehre auch unter den ungünstigsten Umständen den Sieg herbeizuzwingen versuchen und niemals an der großen Sache, die wir verfechten, verzweifeln. Ich gebe meiner tiefen Überzeugung Ausdruck, dass das deutsche Volk durch den Schicksalsschlag von Stalingrad innerlich tief geläutert worden ist. Es hat dem Krieg in sein hartes und erbarmungsloses Antlitz hineingeschaut. Es weiß nur die grausame Wahrheit und ist entschlossen, mit dem Führer durch dick und dünn zu gehen. An unserer Seite stehen treue und zuverlässige Bundesgenossen. Das italienische Volk. Und unter der Führung seines großen Duce unbeirrt den Weg zum Sieger fortsetzen. Die faschistische Lehre hat es reif gemacht für alle großen Schicksalsproben. In Ostasien fügt das tapfere japanische Volk. Angelsächsischen Kriegsmacht Schlag über Schlag zu. 3 Welt- und Großmächte zusammen mit ihren Verbündeten führen den Kampf gegen die plutokratische Tyrannei. Was kann uns geschehen, wenn wir uns den harten Proben dieses Krieges mit fester Entschlossenheit unterziehen? An der Sicherheit unseres Sieges gibt es keinen Zweifel. Während unsere Fronten im Osten ihre gigantischen Abwehrschlachten schlagen gegen den Ansturm der Steppe, rast der Krieg unserer U-Boote über die Weltmeere. Der feindliche Tonnageraum erleidet Einbußen, die auch durch künftig noch so hochgeschraubte Ersatz- und Neubauten bei weitem nicht wieder wettgemacht werden können.
Im Übrigen aber wird der Feind uns im kommenden Sommer wieder in alter Offensivkraft kennenlernen. Das deutsche Volk ist entschlossen, dem Führer dazu unter Aufbietung all seiner Energien die nötigen Möglichkeiten zu schaffen. Das ist die Aufgabe der Stunde. Ich komme zum Schluss. In diesen Tagen hat sich die englische und amerikanische Presse sehr ausgiebig mit der Haltung des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Krise befasst. Die Engländer kennen das deutsche Volk nach ihren Angebereien bekanntlich viel besser als wir seine Führung. Sie geben uns scheinheilig Ratschläge, was wir zu tun und zu lassen hätten, immer in der irrigen Ansicht, das deutsche Volk von heute gleiche dem deutschen Volk vom November 1918. Dieses Volk ist 1918 auf die englischen Verführungskünste reingefallen. Ich habe nicht nötig, für heute den Gegenbeweis zu führen. Der Gegenbeweis wird vom Volke jeden Tag aufs Neue geführt. Ich möchte aber zur Steuer der Wahrheit an euch, meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, eine Reihe von Fragen richten, die ihr mir nach bestem Wissen und Gewissen beantworten müsst. Als mir meine Zuhörer auf meine Forderungen vom 30. Januar spontan ihre Zustimmung bekundeten, behauptete die englisch-amerikanische, das heißt die jüdische Presse am anderen Tag, das sei ein Propagandatheater gewesen und entspreche in keiner Weise der wahren Stimmung des Volkes, die die Juden besser kennen als wir. Ich habe nun heute zu dieser Versammlung einen Ausschnitt des ganzen deutschen Volkes im besten Sinne des Wortes eingeladen. Vor mir sitzen reihenweise deutsche Verwundete von der Ostfront, Bein und Arm amputierte mit zerschossenen Gliedern, Kriegsblinde, die mit ihren Roten Kreuzschwestern gekommen sind, Männer in der Blüte ihrer Jahre, die vor sich ihre Krücken stehen haben. Dazwischen zähle ich an die 50 Träger des Eichenlaubes und des Ritterkreuzes. Eine glänzende Abordnung unserer kämpfenden Front. Hinter ihnen erhebt sich ein Block von Rüstungsarbeitern und Arbeiterinnen aus den Berliner Panzerwerken. Wieder hinter ihnen sitzen Männer aus der Parteiorganisation, Soldaten aus der kämpfenden Wehrmacht, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure und Architekten, Lehrer, Beamte und Angestellte aus den Ämtern und Büros. Eine stolze Vertreterschaft unseres geistigen Lebens in all seinen Schichtungen, dem das Reich gerade jetzt im Kriege Wunder der Erfindung und des menschlichen Genies verdankt. Über das ganze Rund des Sportpalastes der Partei sehe ich Tausende von deutschen Frauen. Die Jugend ist hier vertreten und das Greisenalter. Kein Stand, kein Beruf und kein Lebensjahr blieb bei der Einladung unberücksichtigt. Allerdings Juden sind hier nicht vertreten. Ich kann also mit Fug und Recht sagen, was hier vor mir sitzt, ist ein Ausschnitt aus dem ganzen deutschen Volk an der Front und der Heimat. Stimmt das? Ihr also, meine Zuhörer, repräsentiert in diesem Augenblick für das Ausland die Nation. Und an euch möchte ich 10 Fragen richten, die ihr
mit dem deutschen Volke von der ganzen Welt, insbesondere aber von unseren Feinden, die uns auch in dieser Stunde an ihrem Rundfunk zuhören, verantworten müssen. Wollt ihr das? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Ich frage euch, glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen, totalen Sieg der deutschen Waffen? Das deutsche Volk hat keine Lust mehr, sich der überhandnehmenden Kriegsarbeit, die die Regierung von ihm fordert, zu unterziehen. Ich frage euch, Soldaten, Arbeiter und Arbeiterinnen, seid ihr und ist das deutsche Volk entschlossen, wenn der Führer es einmal in der Notzeit befehlen sollte, 10, 12, wenn möglich 14 und 16 Stunden täglich zu arbeiten und das Letzte für den Sieg herzustellen. Vierten, die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Fünftens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren.
sage euch zehntens und zuletzt, wollt ihr, dass wie das nationalsozialistische Parteiprogramm das vorschreibt, gerade im Kriege gleiche Rechte und gleiche Pflichten vorherrschen, dass die Heimat die schwersten Belastungen des Krieges solidarisch auf ihre Schulter nimmt und dass sie für hoch und niedrig und arm und reich in gleicher Weise verteilt werden. Ich habe euch gefragt, und ihr habt mir eure Antwort nicht vorenthalten. Ihr seid ein Stück Volk. Durch euren Mund hat sich die Stellungnahme des Volkes vor der Welt manifestiert. Ihr habt unseren Feinden das zugerufen, was sie wissen müssen, damit sie sich keine Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben. Somit sind wir wie von der ersten Stunde unserer Macht an durch all die 10 Jahre hindurch fest und brüderlich mit dem deutschen Volke vereint. Der mächtigste Bundesgenosse, den es auf dieser Welt gibt, das Volk selbst, steht hinter uns und ist entschlossen, mit dem Führer, koste es, was es wolle, und unter Aufnahme auch der schwersten Opfer den Sieg kämpfen zu erstreiten. Vor euch nicht nur als Sprecher der Regierung, sondern auch als Sprecher des Volkes. Um mich herum sitzen meine alten Freunde aus der Partei, die hohe Ämter in der Führung von Volk und Staat bekleiden. Neben mir sitzt Parteigenosse Speer, der vom Führer den geschichtlichen Auftrag erhalten hat, die deutsche Rüstungswirtschaft zu mobilisieren und der Front Waffen in Hülle und Fülle zu liefern. Neben mir sitzt Parteigenosse Dr. Ley, der vom Führer den Auftrag erhalten hat, die Führung der deutschen Arbeiterschaft durchzuführen und sie in unermüdlichem Einsatz für ihre Kriegspflichten zu schulen und zu erziehen. Wir fühlen uns verbunden mit unserem Parteigenossen Saukel, der vom Führer den Auftrag erhalten hat, ungezählte Hunderttausende von Arbeitskräften freizubringen. Darüber hinaus aber sind mit uns vereinigt alle Führer der Partei, der Wehrmacht und des Staates. Wir alle Kinder unseres Volkes, zusammengeschweißt mit dem Volke der größten Schicksalsstunde unserer nationalen Geschichte, wir geloben der Front und wir geloben dem Führer, dass wir die Heimat zu einem Willensblock zusammenschweißen wollen, auf den sich der Führer und seine kämpfenden Soldaten unbedingt und blindlings verlassen können. Wir verpflichten uns in unserem Leben und Arbeiten, alles zu tun, was zum Siege nötig ist. Unser Herzen wollen wir erfüllen mit jener politischen Leidenschaft, die uns immer in den großen Kampfzeiten der Partei und des Staates wie ein ewig brennendes Feuer verzehrte. Nie wollen wir in diesem Kriege jener falschen und scheinheiligen Objektivitätsduselei verfallen, die die deutsche Nation in ihrer Geschichte schon so viel Unglück gebracht hat. Als dieser Krieg begann, haben wir unsere Augen einzig und allein auf die Nation gerichtet. Was ihr und ihrem Lebenskampf dient, das ist gut und muss erhalten und gefördert werden. Was ihr und ihrem Lebenskampf schadet, das ist schlecht und muss beseitigt und abgeschnitten werden. Mit heißem Herzen und kühlem Kopf wollen wir an die Bewältigung der großen Probleme dieses Zeitabschnittes des Krieges herantreten. Wir beschreiten damit den Weg zum endgültigen Sieg. Er liegt begründet im Glauben an den Führer.
Leistung, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Wir wollen uns seiner Forderung nicht versagen. Wie wir stolz auf ihn sind, so soll er stolz auf uns sein können. In den großen Krisen und Erschütterungen des nationalen Lebens erst bewähren sich die wahren Männer, aber auch die wahren Frauen. Da hat man nicht mehr das Recht, vom schwachen Geschlecht zu sprechen. Da beweisen beide Geschlechter die gleiche wilde Kampfentschlossenheit und Seelenstärke. Die Nation ist dazu bereit. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun voll!